Also bildlich beschrieben, wir haben uns erst einmal niedergesetzt. Es war ein Schlag ins Gesicht. Ja, die Stimmung war am Boden. Die Stimmung war echt am Boden. Also wir haben lange Zeit echt erkämpft damit, weil es einfach, man steht auf einmal da und man wird irgendwie nicht mehr gebraucht. Und das ist eigentlich das, was einem schon am mehreren wehtut, jetzt abgesehen vom finanziellen Schaden, der dadurch entsteht. Katharina Eckel, Veranstaltungstechnikerin. Also vor dem Corona waren wir eigentlich ziemlich euphorisch. So, wow, endlich können wir mit der neuen Halle unterarbeiten und wir haben eigentlich jeden erdenklichen Luxus, den man sich als Veranstaltungstechniker wünschen kann, den man da herinnen auch eben hat, wenn ich so ins Lager schaue. Es ist super. Ja. Nur, ja, die Auftragsbücher waren voll. Aufgeben tut man einen Brief und wir lassen uns definitiv nicht unterkriegen von Corona oder sonstigen wirtschaftlichen Einflüssen. Wir versuchen das Beste daraus zu machen. Wir arbeiten weiterhin für unsere Kunden. Wir sind für unsere Kunden erreichbar jederzeit. Und was kommt, kommt. Und wichtig ist, einfach nur den Glauben daran nicht zu verlieren, dass das jetzt irgendwie vorbei wäre. Das ist definitiv nicht der Fall. Wir kämpfen weiter.